Sachen auf dem Heimweg. Soll ich später anrufen? Nein, es ist kein Problem. Kannst du mir seine Nummer simsen? Wie heißt er denn? Der ist Karl Tischler. Wie der Tisch mit L-E-R am Ende. Und auf welcher Station liegt er? Ja, wahrscheinlich auf der Unfallchirurgie. Der war so aufgeregt, als der hier angerufen hat, dass ich nur die Hälfte verstanden habe. Also jedenfalls sind seine Tiere allein auf dem Hof. Okay, ich werfe noch meine Einkäufe zu Hause ab. Vor allen Dingen den Rotwein. Nicht, dass der mir hier im Auto noch gefriert und platzt. Aha, Rotwein? Ja. Ich dachte mir, wir machen es uns heute mal wieder richtig gemütlich. Nur die Family, so wie früher. Kiki, Marc und ich. Wow. Wie cool ist das denn? Das ist Marc. Kiki, Sam und Sophie. Wieso ist sie überhaupt noch hier? Ach, ich mach 3 Kreuze oder 4, wenn die wieder weg ist. Ja, das macht's. Aber vergiss bei lauter Kreuzzeichen nicht den Karl Tischler, gell? Tisch mit L. E-R. Was sagst du? Ja. Mann, das ist doch Oberarm, aber dann war's so cool. Na, ihr vier? Das hätten wir nie ausprobiert ohne Sophie. Sag mal, wolltest du nicht heute Morgen nach Leipzig zurück? Ja, und ich war auch schon fast auf der Autobahn. Auf einmal ging mein Handy los. Normalerweise gehe ich ja nicht ran bei der Fahrt. Ja, und dann stand sie plötzlich vor der Tür. Ich war gerade unter der Dusche, da haben wir sie schreien gehört. Wir dachten, da wird jemand umgebracht oder so. Weil du so laut geschrien hast, deshalb. Hey, du warst lauter. War ich lauter? Mhm. Darf ich vielleicht mitschreien? Katja, eigentlich müsste ich hier sofort vor dir auf die Knie gehen und 1000-mal Danke, Danke, Danke sagen. Du bist schuld, dass ich heute nicht nach Leipzig zurück bin. Das bringt Unglück. Ja, man soll die Tinte erst mal trocknen lassen, wirklich. Okay. Trotzdem, dann schon mal Danke im Voraus. Okay, dann schon mal bitte im Voraus. Wartet mal. Kannst du noch nicht sagen. Nee, warum? Nee, kannst du den mitnehmen, dann muss ich nicht noch mal nach Hause. Das ist ja ein richtig edler Tropfen. Tja, ich dachte mir, wenn es mal was zu feiern gibt. Was ja, zu feiern gibt? Feiern. Ja. Tja, dann ich muss los. Ich habe einen dringenden Termin im Krankenhaus. Bis dann, Mama. Später. Bis später, Katja. Und fahr vorsichtig, ja? Ciao. Tschüss. Noch eine Runde? Weil du mich von drin bleiben. Ich suche Dr. Achner. Haben Sie es noch nicht gehört? Der ist doch nicht mehr. Frau Doktor ist der Ersatz. Entschuldigung, mein Name ist Katja Baumann, ich bin die Dorfhelferin. Oh, freut mich. Stefanie Schneiderhahn. Wo hat sich Dr. Achner denn versteckt? In Köln. Soweit ich weiß, hat er die Nase voll von der bayerischen Idylle hier. Und ich dagegen von Motorenlärm und Abgasen. Umbruch überall. Ja, Beinbruch. Was kann ich für Sie tun? Ich suche einen Patienten, Karl Tischler. Tischler? Ist das der Wahnsinnige, der sich mit einem Schenkelhalsbruch den ganzen Berg zu uns runtergekämpft hat? Ich habe noch nicht persönlich mit ihm gesprochen. Fragen Sie in der Kardiologie. Kardiologie? Wir mussten kurzfristig Patienten verlegen, weil da alles dicht ist. Der liebe Gott hat die Ärzte erfunden und der Teufel das Skifahren. Dr. Schneiderhahn? Ich komme. Aber eins habe ich in den 4 Tagen hier schon gelernt. Nächstes Jahr um die Zeit bin ich im Urlaub auf Mauritius. Da komme ich mit. Sie müssen gleich nachfahren und schauen, ob alles in Ordnung ist. Wie viele Tiere haben Sie denn? Die wollen nämlich morgen schon kommen. Deshalb bin ich ja runter mit dem Auto, weil ich halt Strahlerkörper holt. Für den Stall? Na, na, richtig pressiert hat's denen. Jetzt doch mal langsam. Für wen wollten Sie denn die Heizstrahler kaufen? Er hat den Mietvertrag letzte Woche unterschrieben. Da hat er noch gesagt, dass ich den ersten Stock in aller Ruhe ausbauen kann. Also Sie haben einen Teil Ihres Hofes vermietet und die Mieter kommen jetzt früher, richtig? Ja, aber es hat sich nur so ein Großkopf da gemeldet. So ein Geldiger mit polierten Schuhen.
Und das Komische ist, dass seine Familie nicht einmal dabei gewesen ist, wie er den Mietvertrag unterschrieben hat. Also die ganze Familie zieht zu ihm? Ja, meine Viecher haben auch nicht interessiert. Naja, dafür bin ich ja jetzt da. Jetzt brauche ich nur noch Ihren Hausschlüssel. Hausschlüssel? Mhm. Glaub's mir, auf 1670 Meter. Da braucht man keinen Schlüssel nicht. Hey Leute, bleibt die nächsten Tage am besten im Bett. Es wird ungemütlich kalt und viel Neuschnee wird erwartet. Also heizen wir euch jetzt schon mal richtig ein. Wer seid ihr denn? Wer bist du denn? Hä? Bist du ein Schöner? Ja? Euch versteckt. Endlich. Und wie kriege ich euch zurück in den Stall? Hallo? Hallo? Ja, was? Katja! Hallo? Moment, Moment. Hör mal, ich schick dir gleich ein Foto vom... Ich verstehe kein Wort. Wer braucht ein Foto? Ein Foto von so ganz komischen Kühen.
Es ist die Schule, brauchen die ein Bild von mir. Psst, Ruhe mal, ich kann dich ganz schlecht verstehen. Ist das Mama? Nochmal. Kannst du sie fragen, wo meine blaue Jogginghose ist? Die ist weder in der Wäsche noch im Schrank. Ja. Bist du zu Hause? Ja. Wir sind zu Hause. Wir trinken gerade heiße Schokolade. Altes Familienrezept von so. Was? Wer? Die sehen aus wie aus der Steinzeit. Wer sieht aus wie aus der Steinzeit? Ich verstehe kein Wort. Immer eine Sekunde. Du, ich will euch nicht länger stören. Tschüss. Atmet mal ganz tief ein. Ist das nicht herrlich? Guck mal, da kommt schon jemand. Die hilft uns mit den Koffern. Pia, da hinten ist die Langlaufloipe. Da können wir dann immer zusammen laufen. Bin ich 90? Hallo? Walter Liebherr. Guten Tag. Tag. Wenn Sie so liebenswürdig wären, Elke Liebherr. Wollten Sie nicht erst morgen kommen? Ja, aber die Wettervorhersage war so schlecht. Soll ja noch richtig viel Neuschnee kommen morgen. Wo ist denn deine Jacke? Haben wir kurzfristig umdisponiert. Nicht die warme, meine ich. Mir ist aber nicht kalt. Schön, dass das mit Ihrer Anreise so gut geklappt hat. Ich bin gleich bei Ihnen. Ich muss mich nur kurz um die Kühe kümmern. Die sind mir entwischt. Also ich verstehe nicht viel von Kühen, aber Herr Tischler hat zu mir gesagt, das sind Kailo, schottische Hochlandrinder. Die leben das ganze Jahr draußen. Ach ja? Das habe ich nicht gewusst. Gut. Und dann schaue ich nachher, wo sie stecken. Wo ist Herr Tischler überhaupt? Der hatte einen Unfall. Deswegen vertrete ich ihn. Was denn für ein Unfall? Mit dem Auto. Er ist von der Straße abgekommen. Ich hab dir doch gleich gesagt, die Straße hier hoch ist ein Himmelfahrtskommando. Aber um Gottes Willen, wie geht's ihm denn? Ja, den Umständen entsprechend. Ein paar Wochen wird er ausfallen. Schenkelhalsbruch. Entschuldigung. Katja Baumann, mein Name. Ich bin die Dorfhelferin. Und ich soll Sie ganz herzlich von ihm grüßen. Das geht ja großartig los. Das ist natürlich blöd, jetzt können wir ihn gar nicht fragen. Was? Aber ich denke, er wird nichts dagegen haben, wenn wir die erste Nacht in seiner Wohnung schlafen, oder? Unsere Möbel kommen ja erst morgen. Wenn du hier noch länger rumstehst, holst du dir eine fette Blasenentzündung. Ich werde doch im Bett liegen. Was soll man sonst machen? Zur Schule gehen zum Beispiel. Auf welche Schule kommst du denn? Das müssen Sie meine Eltern fragen. Die bestimmen nämlich alles für mich. Ist das Haus denn jetzt warm? Sind die Heizlüfter angekommen? Ich war auch noch nicht drin, das werden wir gleich sehen. Hier hoch. Hat jemand mal eine Gustav-Ebo-Tasche gesehen? Nein. Aber die haben wir nicht in Leipzig vergessen. Liegt auf der Rückbank. Bist du sicher? Nein. Bin gleich zurück! Du weißt, dass wir das alles hier nur wegen dir machen. Scheiße! Die sind da nicht mehr. Was denn? Meine Kopfschmerztabletten. Können wir jetzt bitte reingehen, Walter? Du hast deine eingeschmissen, bevor wir gefahren sind. Aber danach habe ich sie doch wieder eingesteckt, oder nicht? Naja, du wirst deswegen schon nicht gleich sterben, oder? Nach Ihnen. So. Das hier wird dein Zimmer, hier. Da ist eine Spinne. Und hier kommt unser Schlafzimmer rein. Da ist hier noch nicht mal ein Fenster. Da siehst du mal, was dein Vater und ich alles für dich tun. Ich weiß zwar, dass gerade Hochsaison ist, aber vielleicht versuchen sie doch unten im Dorf noch ein Hotelzimmer zu kriegen, bevor ihre Möbel morgen kommen. Wissen Sie, wo hier in der Nähe die nächste Apotheke ist? In Frühling. Mit dem Auto eine halbe Stunde von hier. Ich
wäre lieber in Leipzig geblieben. Wir, das haben wir stundenlang im Auto diskutiert. Wir ziehen jetzt hierher und damit basta. Meine Frau hat schon alle Hotels angerufen, aber machen Sie sich keine Sorgen, wir sind nicht sehr anspruchsvoll. Ist das hier ein Experiment zurück in die Steinzeit? Da oben gibt es ja nicht mal fließendes Wasser. Wir bleiben doch heute Nacht hier unten. Und wenn Frau Baumann Feuer gemacht hat, wird es bestimmt gleich ganz warm und gemütlich. Mhm. Und so geräumig und geschmackvoll. Wenn morgen alle unsere Möbel da sind, dann können wir doch gleich die Handwerker anrufen. Und vielleicht auch jemanden, der sich mit dem Feuer machen leichter tut. Sie können es auch gerne selber probieren. Das Holz ist feucht. Boah, bin ich froh. Es ist zwar nur noch eine drin, aber platzt gleich der Schädel. Hast du mal das Wasser für mich, bitte? In Delikatessenläden nennt man sowas Bioschinken. Aber das haben Sie wahrscheinlich vergessen. Genauso wie man sich in fremden Wohnungen benimmt. Vergiss das mit dem Glas. Es geht auch so. Ach, endlich. So. Neben dem Schuppen ist das Holz, falls Ihnen das Feuer heute Nacht ausgeht. Wie? Sie bleiben nicht da? Ich versorge nur die Tiere. Aber ich kann Ihnen, wenn Sie möchten, gerne morgen früh etwas vom Bäcker mitbringen zum Frühstück. Das ist keine Toilette, das ist ein stinkendes Loch. Also Frühstück wäre wirklich ganz toll. Und vielleicht können Sie mir noch ein paar von diesen Kopfschmerztabletten mitbringen. Kriege ich die ohne Rezept? Ja. Lassen Sie es, machen wir morgen. Einen schönen Abend noch. Dankeschön. Warten Sie! Könnten wir vielleicht noch Ihre Handynummer haben, falls was passiert? Vergessen Sie, das Netz hier ist kein Empfang. Unsere Tochter ist drogenabhängig. Das hier ist so etwas wie ein kalter Entzug. Und dichtes Fell können Kailos im Winter auch draußen gehalten werden. Sie benötigen lediglich frisches Heu und einen Salzleckstein. Ja, Salz macht ja auch wahnsinnig durstig. Wir würden gerne mit dir zusammen was trinken. Bisschen später vielleicht, okay? Katja, du musst mal lernen, dass Arbeit nicht alles ist. Ja, ich weiß. Und deshalb gibt's jetzt auch Champagner. Es gibt was zu feiern. Überraschung. Hey. Das ist aber kein Champagner. Ja, aber ich habe zu Marc gesagt, wir tun jetzt einfach mal so. Und dann holen wir das irgendwann nach mit einem richtig edlen Tropfen. Und auf was stoßen wir an? Weißt du noch, als du Sophie beim Adventessen den Direktor vom Miesbacher Gymnasium vorgestellt hast? Mhm. Bei ihm ist eine Lehrerin ausgefallen? Kurzfristig, krankheitsbedingt. Also hat er mich halt morgen informiert. War noch nicht ganz spruchreif, aber... Aber jetzt ist das Ganze durch. Sophies Versetzung als Deutsch- und Englischlehrerin ist jetzt sicher. Der Möbelwagen ist schon bestellt. Ich zieh von Leipzig hierher. Gratuliere. Danke. Prost. Wir wollten doch was spielen. Kommst du mit runter? Wir dachten an Wahrheit oder Pflicht. Kann man auch zu fünft spielen. Hm? Ich hab noch eine Verabredung, es geht nicht. Ja, du hast doch gesagt, du musst noch was arbeiten. Eine Verabredung mit meiner Arbeit. Kennst mich doch. Schade. Tja, wie ruiniert man sich seine Figur am schnellsten? Sich nach 18 Uhr so viele Kohlehydrate wie möglich reinstopfen. Aber wie das Problem lösen, wenn der Kühlschrank leer ist? Prost. Prost. Ich glaube, wir haben ein ganz anderes Problem. Aha. Welches denn? Warum bin ich Dorfhelferin geworden? Ich meine, das Problem liegt doch schon allein in dem Wort. Helfen, helfen, helfen. Mir tut alles weh, Frau Baumann. Mir tut der Kopf weh, Frau Baumann. Ich kann nicht mehr, Frau Baumann. Ist das jetzt ein Verbrechen, wenn man anderen Menschen helfen will, oder was? Nein, aber es ist nicht gesund.
Ich meine, guck dich doch mal an. Selbst wenn du frei hast, arbeitest du noch zu Hause. Manchmal bis Mitternacht. Und was hast du davon? Du kennst die Bedürfnisse von irgendwelchen anderen Menschen mehr als deine eigenen. Da stimmt doch was nicht. Katja, als du vorhin angerufen hast, da hast du gesagt, du hast ein Problem mit Marc. Und ob du vorbeikommen kannst, jetzt bin ich verwirrt. Reden wir von dir oder von mir? Und soll ich dir den Grund sagen? Weil dein Selbstwertgefühl sowas von im Arsch ist. Du fühlst dich als Gutmensch gebraucht und geliebt und das stimmt aber nicht. Das ist keine Hilfe, das ist nur eine Flucht. Hör mal, Katja, wenn du schlechte Laune hast, dann gehst du am besten heim, aber lass bitte nicht an mir aus, ja? Heim. Vielleicht gehe ich ja nach München zurück. Was? Katja, jetzt war... Mitternachtsparty? Wir brauchen doch eigentlich gar keine Kerle, um glücklich zu sein, oder? Es geht hier nicht um Kerle. Ich brauch dich. Du weißt doch, dass ich das ohne dich nicht schaffe. Wir haben schon wieder 3 neue Familien auf der Liste. Du musst erst einen Ersatz für mich finden, wenn der Tischler wieder auf seinem Hof ist. Ich lass dich da nicht im Stich. Nee. Nicht böse sein. Ja. Super. Du wolltest du noch was erzählen? Nur, dass ich ein paar Tage weg bin und dass ihr euch keine Sorgen machen braucht, okay? Okay. Tschüss. Tschüss, ihr zwei. Tschüss. Pia. Ich wollte gerade beim Bäcker für euch Frühstück kaufen, aber das hat sich dann wohl erledigt. Wo sind deine Eltern? Weil ich mich von denen in die Schule kutschieren lasse, kette ich mich eher an die Bank dort vorne. Du bist alleine runter? Weißt du, wie scheiß lange das dauert? 4 Stunden. Tja, ich weiß das. Aber deine Eltern machen sich jetzt sicherlich mega Sorgen um dich. Die haben die ganze Nacht gestritten. Und wahrscheinlich streiten sie sich jetzt immer noch. Willst du einen Kaffee haben? Der schmeckt hier wirklich sehr gut. Gibt's auch to go. Es ist klirrend kalt, aber die Sonne scheint im ganzen Land. Was für ein toller Tag. Genauso toll wie unser nächster Song. Kann ich deine Eltern anrufen? Das ist eine bescheuerte Frage. Natürlich nicht. Willst du nicht doch lieber wieder mit mir hochfahren? Ja, genau. Deswegen bin ich jetzt auch hier runter, damit ich dann gleich wieder mit denen hochfahren kann. Geht's noch? 4,20 € bitte. Stimmt. Dankeschön. Im Auto ist es warm. Du bist doch ganz durchgefroren. Netter Versuch. Mensch, Pia, komm, steig ein. Lass uns reden. Und im Auto ist es gemütlicher als hier draußen. Danke für den Latte. Okay. Ich lass dich nicht so einfach gehen. Was haben Sie denn eingeworfen? Habe ich eine Bank überfallen? Steckt Ihre Kreditkarte in meiner Tasche? Deine Mutter hat mir erzählt, dass du Drogen nimmst. Das hat sie Ihnen erzählt. Und was hat sie sonst noch alles so verzapft? Hat sie Ihnen auch erzählt, dass sie 2-mal die Woche zum Seelenklempner rennt? Und dass Papa seit 6 Monaten auf der Couch pennt? Wenn Pia etwas zugestoßen ist, kriegst du die volle Verantwortung. Ich komme bei diesem scheiß Umzugsunternehmen nicht durch. Was? Ja, fahr du doch. Warum das denn? Ehe du jetzt stundenlang auf dem Beifahrersitz und rummeckerst. Ich hab doch die Verantwortung an allem. Ob es schneit, ob die Sonne scheint, in Guatemala die Erde wackelt oder wir irgendwo in den Abgrund stürzen und dass unsere Tochter abgehauen ist. Ja, was willst du damit sagen, dass ich schuld bin oder was? Oh,
zuckern. Vielleicht hätten wir sie nicht zwingen sollen, gleich am ersten Tag in die Schule zu gehen. Und wer hat das die ganze Zeit gepredigt? Aber du weißt ja immer alles besser, auch wenn du nie da bist. Passt. Es ist immer leicht, über den Brunnen zu lästern, wenn das Kind schon mal reingefallen ist. Ich läster gar nicht. Ich verstehe nur nicht, warum du nicht begreifst, dass wir ein Team sind. Ein Team? Suchen Sie einen neuen Job? Hm. Das ist nur wegen einem Freund. Mhm. Und morgen hat es 30 Grad und wir gehen alle zusammen ins Freibad. Glauben Sie mir, bei meiner Familie wird zu viel Müll gelabert. Ich habe eine Weihnachtsantenne. Und was mit dem Koffer? Ja, ich wollte. Was heißt, ich wollte? Ich will ein paar Tage zu euch hochziehen. Und ist es wegen dem Kerl? Ist es das nicht immer? Scheiße. Ich wette, die kommen genau dann, wenn wir nicht da sind. Gut, dann drehe ich jetzt um und du wartest oben. Warum wartest du nicht oben? Weil mir unsere Tochter vielleicht wichtiger ist als ein paar Möbel. Ach, jetzt plötzlich, nach 16 Jahren, ja? Oh, halt doch einfach den Mund, Elke! Na, endlich. Was, na, endlich? Du warst mir schon ganz unheimlich, weil du immer so nett und zuvorkommend warst. Aber da ist er ja wieder, der alte Walter. Halt einfach den Mund, Elke. Meinst du, es macht mir Spaß, so viel zu arbeiten? Sei doch froh, dass du jemanden hast, der dich versorgt. Reicht das? Mein Name ist Frederik. Totales Arschloch. Marc. Leider kein Arschloch. Frederik steht wirklich auf Drogen. Hat das in meinem Zimmer versteckt und meine Mutter hat es gefunden. Kann sich ja denken, was denn bei uns los war. Papa hat das Buch Christiane F. gekauft, mir dann jeden Abend daraus vorgelesen, als wäre ich 5. Dabei hat er mir nie vorgelesen, als ich 5 war. Meine Mutter hat sich sogar so ein Fake-Online-Profil zugelegt, mit dem sie mich dann im Internet adden wollte. Total krank. Nimmst du Drogen? Ich bin clean. Hm. Ich habe auch so was Ähnliches wie eine Wahrheitsantenne. Ja, okay, also... Also, wenn ich tanzen gehe, dann schmeiße ich schon mal eine Pille ein, aber ich meine, wer macht das nicht? Was sagen deine Eltern dazu? Kann ich mich genauso gut in Mamas Schuhschrank unterhalten. Außerdem haben die selbst genügend Scheiß in der Backe. Das ist ein schöner Scheiß. Naja, Papa war jetzt mit seiner Tussi sogar auf Capri. Und Mama hat seitdem was mit unserem Fitnesstrainer. Nee, tut mir leid, ich kann das jetzt nicht. Nicht in dieser Situation. Du kannst nicht meine Hand halten, während wir gemeinsam unsere Tochter suchen. Scheiße. Machen Sie eine Liste. Hm? Rechts die positiven Eigenschaften und links die negativen. Das hilft super, wenn man einen Typen aus dem Kopf kriegen will. Links habe ich meistens gar keinen Platz mehr zum Schreiben. Pia, wo willst du denn jetzt hin? Mir passiert nichts. Vertrauen Sie mir. Pia, warte. Das geht so nicht. Wir sehen uns wieder. Deine Eltern, die killen mich. Also deine Mutter ganz sicher. Gut, ich vertraue dir. Aber warte. Nimm mal wenigstens den Schal, damit du nicht erfrierst. Hopp. Und jetzt hau ab, bevor ich es mir anders überlege. Ist das nicht die von gestern? Halt mal an. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Wenn Sie Ihre Tochter suchen, die habe ich unten im Dorf gesehen.
Haben Sie mit ihr gesprochen? Ich habe ihren Kaffee gekauft. Ja, und wo ist sie jetzt? Sie haben sie doch nicht etwa wieder gehen lassen. Ich habe Ihnen doch erzählt, dass sie Drogenprobleme hat. Mir hat sie gesagt, dass man ihr vertrauen kann. Pia, vertrauen. Wir fahren selber runter und gucken nach. Okay. Wären Sie dann wenigstens so liebenswürdig und würden unsere Möbel in Empfang nehmen? Das Umzugsunternehmen konnte uns nämlich keine genaue Zeit mitteilen. Sehr gern. Danke. Mach ich. Entschuldigung, haben Sie ein Mädchen gesehen, 16 Jahre alt, schwarz angezogen, schwarze Haare? Leider nicht. Können Sie mir den Empfang unterschreiben, bitte? Das ist alles. Nee, ich habe noch ein paar Kisten unter der Jacke versteckt. Und Sie sind sich wirklich sicher, dass das aus Leipzig ist? Na, vom Mars kommt es bestimmt nicht. Wenn man sich so vorkommt und den Scheißweg hier hoch. Wir wissen zumindest, dass der Heil hier unten angekommen ist. Ja, dann lass uns jetzt zur Polizei gehen. Oder zur Schule. Wir müssen Sie entschuldigen, das kann nicht schon wieder so losgehen. Wozu gibt's Handys? Das muss jetzt mal vernünftig laufen. Ich will, dass sie hier ihr Abi macht. Da kann sie nicht gleich wieder am ersten Schultag unentschuldigt fehlen und wir rufen an und sagen, wir wissen nicht, wo sie ist oder sie kommt vielleicht morgen. Komm. Sagen, dass sie krank ist. Und was hat sie? Blinddarmentzündung klingt so dramatisch. Das ist zu dramatisch, dann müsste sie im Krankenhaus liegen. Ha! Ist gar nicht ihre Nummer. Ja, wenn dann geht trotzdem dran, vielleicht ist auch ihr Akku leer. Ja, Moment. Hallo? Hallo, meine Engel, na, wie geht's? Das geht gerade nicht. Ich ja, ich rufe nachher zurück, ja? Alles klar, tschüss. Wiederhören. Jemand von der Krankenkasse, irgendwas wegen einer Umstellung oder so. Dann sagen wir jetzt, sie hat eine fette Mandelentzündung. Aha. Meinst du nicht, dass das komisch kommt, wenn wir da jetzt zu zweit reinschneiden? Ich warte hier, ja? Ich bin der Vater von Pia Liebherr, die eine ganz heftige Mandelentzündung bekommen hat. Und sie ist wirklich sehr traurig, dass sie heute nicht kommen konnte. Ja, aber Pia ist da. Das ist ja ein Missverständnis.
Ja, hallo? Hallo, ich verstehe Sie nicht. Sekunde, bitte dranbleiben, nicht auflegen. Ich habe gleich Empfang. Sekunde, ich beeile mich. So, können Sie mich jetzt hören? Ja. Hallo? Hallo? Stefanie Schneiderhahn. Verstehen Sie mich? Frau Dr. Schneiderhahn? Ich hätte eine Riesenbitte. Sie betreuen doch Herrn Tischler. Herr Tischler, ja. Er isst sehr schlecht und ich mache mir große Sorgen. Schlechtes Essen. Habe ich Sie richtig verstanden? Verstehen Sie mich? Ich habe hier ganz schlechten Empfang. Vielleicht kommen Sie einfach noch mal im Krankenhaus vorbei. Geht das? Ich soll ins Krankenhaus kommen. Habe ich das richtig verstanden? Danke. Tschüss. Es wird einfach immer schlimmer mit ihm. Die Schwestern bringen ihm Frühstück und er lässt es zurückgehen, weil es Weißbrot ist. Aber am Abend davor hat er das Abendessen verweigert, weil es Vollkornbrot war. Aber das Problem ist nicht das Brot. Nein, das Problem ist, dass wir ihn bald künstlich ernähren müssen, weil er inzwischen gar nichts mehr anrührt. Ich kann ja mal mit ihm reden. Danke. Entschuldigung, eine kurze Frage noch. Sagen Sie, Acetylsalicylsäure nimmt man doch gegen Grippe und Schmerzen. Mhm. Und das wird doch auch als Blutverdünner eingesetzt. Ja, da haben Sie recht. Ich war zwar mal Krankenschwester, aber ich erinnere mich nicht mehr genau, ob man da auch unterschiedlich dosiert. Nach einem Herzinfarkt nimmt man die 100er. Bei Fieber und Schmerzen ist die Dosierung wesentlich höher. Wesentlich. Tschüss. Tschüss. Ich wollte dir nur erzählen, wie super da oben alles läuft. Die Liebherrs sind wirklich eine sehr nette Familie. Sie glauben, dass das was Langfristiges ist? Ja, total. Also, die fühlen sich da pudelwohl. Oh. Mhm. Herr Lieber hat heute den Stall von dem Pferd sauber gemacht. Und seine Tochter Pia, die liebt die Hasen wie verrückt. Das ist total süß. Nein, da weiß ich mein Gefühl. Jetzt aber sauber teischt. Aber sowas von. Ja. Also gut, bis bald. Hm? Und Essen nicht vergessen. Ja, ja. Na du? Ich würde an ihrer Stelle nicht hochfahren. Meine Mutter ist ziemlich sauer auf sie. Auf mich? Wieso? Was habe ich denn gemacht? Warten Sie. Dank dir. Immer sind alle anderen schuld. Nur du bist perfekt geboren. Sagt der tolle Walter Liebherr, Manager des Jahres 2009. Wow. Du managst deine Familie ja echt perfekt. Entschuldigung. Ha! Sie kommen ja gerade richtig. Hatten Sie nicht gesagt, dass Sie abends nie hier sind? Ja, ja, habe ich. Aber da Sie heute nach oben ziehen, habe ich ja hier unten wieder mehr Platz. Hier ist überhaupt kein Platz. Und Sie können hier leider auch nicht bleiben. Das hören Sie mal. Sie haben nur den ersten Stock gemietet. Das hier ist die Wohnung von Herrn Tischler und ich werde hier bleiben. Und Sie sind jetzt bitte so freundlich und bringen Ihre Sachen nach oben. Meine Sachen? Das sieht doch ein Blinder mit Krückstock, dass das nicht meine Möbel sind. Ja, ich weiß, ich hätte dich anrufen können. Aber du warst gerade im Gespräch mit dem Direktor. Ja, und Kiki hat's ja auch nicht böse gemeint. Elke, das bringt doch nichts, wenn wir uns jetzt alle gegenseitig haben Sie anschauen. Wirklich gedacht, dass wir so leben? Mit einer Lampe mit Wolken drauf und so einem Hippie-Stuhl? Das ist doch an Spießigkeit gar nicht mehr zu übertreffen. Da war meine Oma moderner. Ja, Schatz. Das ist ja an Geschmacklosigkeit kaum mehr zu überbieten. Die Sachen gehören nicht Ihnen. Nein! Das hier ist Müll. Sperreholz, das keiner mehr braucht. Puh. Jetzt mal ernsthaft. Wem gehört das Zeug? Selbst wenn du ein Netz kriegst, da ist doch jetzt keiner mehr.
Es hört einfach nicht auf. Manchmal hat die Wettervorhersage eben doch recht. Dann müssen wir uns eben irgendwie arrangieren. Ist ja nur eine Nacht. Baumann? Entschuldigung, ich wollte Sie nicht aufwecken. Haben wir verschlafen? Ihr fahrt mich aber nicht in die Schule, kapiert? Mensch, Pia, mach dich mal locker. Wir können dich doch ein Stück vor der Schule absetzen. Also wenn Sie mich fragen, die Schule fällt aus. Totale Katastrophe, wir sind völlig eingeschneit. Hast du jetzt aufgelegt? Ja. Tja, dann hast du den Winter verpasst. Was? Das waren die vier Jahreszeiten von Vivaldi. Das Werk dauert etwa 40 Minuten. Und du hast im Herbst aufgelegt. Ja, genau. Weil der Winter nämlich nur noch nervt. Die Straßen sind dicht. Laut Wetterbericht geht die Welt morgen unter. Und meine Möbel tauben wahrscheinlich auch nicht mehr. Hör zu, ich weiß, dass du mir gesagt hast, dass ich mir keine Sorgen machen soll. Aber ich mache mir ganz, ganz große Sorgen. Also ruf mich zurück, okay? Ja, Kiki, Sam hat Schneeketten drauf. Auf den 2 Kilometern wird schon nichts passiert sein. Sam geht's überhaupt nicht. Mama ist wie vom Erdboden verschluckt. Die ruft mich nicht zurück, da geht nur die Mailbox ran. Ich meine, du kennst sie, sie macht sowas normalerweise nicht. Ja gut, dann ruf Hanna an. Hanna hat mich gerade angerufen. Sie wollte wissen, ob ich weiß, wie es Mama geht, weil sie sich auch so große Sorgen macht. Dann fahrt ihr doch hoch. Habt ihr die Adresse? Hanna hat mir erzählt, dass vorhin der Notstand ausgerufen worden ist. Unser Bürgermeister war sogar im Fernsehen. Die Höfe sind komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Da kommt nichts mehr rauf und nichts mehr runter. Ausfälle in Österreich und Norditalien. War der Süden Deutschlands bislang nur von massiven Schneefällen betroffen, wird nun der schlimmste Schneesturm seit über 20 Jahren für heute Abend erwartet. Scheiße. Wer von euch war in meinem Kosmetikbeutel? Keiner. Weißt du was, Mama, verarschen kannst du dich selber. Sag mal, spinnst du? Ich war das Bier. Ich wollte nur mal nachsehen. Was denn nachgucken? Wolltest du dir meine Wimperntusche ausleihen oder was? Nein, weil ich mir Sorgen mache. Ach so, du machst dir Sorgen, Super Daddy, na klar. Aber leider bist du das nicht. Was du nämlich bist, ist ein riesengroßes und verlogenes Arschloch. Pia! Walter! Sie ist einfach ein schwieriges Kind. Finde ich gar nicht.
gesagt, sie wünschte, ich wäre tot. Ja. Sie hat ja auch einen Grund, sauber zu sein. Ich weiß, das ist eine Scheißaktion, aber ich glaube ihr kein Wort, die ist nicht clean hierher gekommen. Sagen wir mal so, wenn der Vater lügt, warum soll die Tochter dann ehrlich sein? Sie nimmt das Schlafzimmer von Tischler und wir schlafen in der Küche wie gestern Nacht. Das Lügen bezog sich auch eher auf ihren Capri-Urlaub. Wie meinen Sie das? Verstehe ich nicht. Ich glaube, Sie verstehen mich schon ganz gut. Sie haben ein cleveres Mädchen. Die hat alles mitbekommen. Sie weiß, dass sie auf Capri waren mit ihrer Freundin oder wie auch immer sie das nennen. Das glaubt sie? Sie glaubt, ich war mit einer anderen Frau auf Capri? Also mich geht's nichts an. Ich will mich da auch wirklich nicht einmischen, aber vielleicht reden Sie mal mit ihr. Manchmal hilft ja so ein Gespräch zwischen Vater und Tochter. Die Wasserleitung. Die zur Kälte zerrissen. Toll. Oh, Scheiße. Die müssen raus hier. Das ist so schweinekalt, die überstehen keine Nacht mehr. Draußen. Ich hol mal die Kamera. Komm jetzt her. Hier. Es tut mir leid wegen gestern. Manchmal machen Papis auch Mist. Ich weiß jetzt auch, warum du so sauer auf mich bist. Das mit Capri, das war ganz anders. Ist doch scheißegal. So. Okay. Warte mal. Schaut mal zu mir. Ach, ein bisschen mehr lächeln wäre schon nett, oder? Okay. Ja? Ja? Entschuldigen Sie. Aber jetzt brauche ich Ihre Hilfe. Ich muss mit meiner Tochter reden, aber die weicht mir dauernd aus. Und solange meine Frau dabei ist, ist das sehr schwierig. Ach, guck mal. Hier ist eine Zeitung aus deinem Geburtsjahr, 1999. Das angestrebte
das angestrebte Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Clinton in der Lewinsky-Affäre beginnt am 7. Januar. 7. Januar 1999. Am nächsten Tag haben dann meine Wehen eingesetzt und du bist dann am 9. Januar um 4.33 Uhr in der Früh geboren. Es war so früh, der Papa hat es verschlafen. Der saß im Wartezimmer und hat gar nichts mitbekommen. Der kam dann erst, als du schon da warst. Pia, kannst du mal kurz kommen? Zwei Sekunden, Pia. Ich war nie auf Capri. Pia, was soll ich Ihnen noch sagen, dass ich den Scheiß nicht hören will? Ich hatte einen Herzinfarkt. Ich weiß auch nicht, warum ich es verschwiegen habe, aber ich hatte solche Angst. Und ich dachte, wenn ich es totschweige, dann ist es nie passiert. Deswegen habe ich dich an deinem Geburtstag damals auch nicht angerufen. Ich war in einer Klinik. Du musst es Mama sagen. Nein. Dann wäre alles vorbei. Aber dann wird sie alles verstehen. Aber genau deshalb darf sie es nicht wissen. Weil ich Angst habe, dass aus ihrer Liebe sonst Mitleid wird. Ich liebe Mama noch immer. Keiner hat den anderen betrogen. Und deshalb werden wir das auch schaffen. Thank you.
Sascha. Sturmtief Joachim hat bereits eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Mindestens 8 Kältetote, unzählige Stromausfälle und umgestürzte Bäume. Das pure Chaos herrscht. Auf der A8 Richtung Salzburg stauen sich die Autos kilometerlang. Es werden verboten, die Unwetterzentrale. Verdammt nochmal. Da braucht sich echt was Böses zusammen da draußen. Viele Dörfer sind schon jetzt durchfuhren. Oh, entschuldige, ich habe nicht nachgedacht, ich Idiot. Hey, du kennst doch deine Mutter, hm? Katja, die Unverwüstliche, hm? Sie hört wahrscheinlich gerade Nachrichten und denkt sich, puh, bei dem Wetter gehe ich aber nicht mehr joggen. Hm? Hast du es nicht gehört? Die meisten Dörfer da oben haben überhaupt keinen Strom mehr. Was ist denn, wenn sie überhaupt nicht weiß, was für ein Monstersturm da auf sie zukommt? Sommersprossen. Wie bitte? Auf das Gesicht ihres Mannes. Kann ich nicht doch lieber Wahrheit nehmen? Nee, Mann, das ist jetzt Pflicht. Steht ihm. Okay. Wahrheit oder Pflicht? Wahrheit. Wie gefällt dir das letzte Weihnachtsgeschenk, was ich dir geschenkt habe? Ich mag den Duft. Und warum benutzt du es nie? Wahrheit, Mama. Ich mag den Duft nicht so besonders. Ich bekomme davon immer Kopfschmerzen. Warum hast du mir das nicht gesagt? Weil es ein Weihnachtsgeschenk war. Bin ich jetzt dran? Mhm. Wahrheit oder Pflicht? Wahrheit. Findest du mich zu dick? Das meine ich sehr ehrlich. Okay, jetzt bin ich dran. Wahrheit oder Pflicht? Wir bleiben bei der Wahrheit. Wann hatten wir das letzte Mal Sex? Pia. So geht das Spiel. Ich? Also, alles so mit Küssen und so. Sie müssen das ja auch nicht beantworten. Okay. Doch, 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 doch. Also, Pia hat schon recht. Also, geküsst habe ich... Das letzte Mal, warte. Ja, vor 8 Monaten. Und das andere, oh Gott. Dann müsste ich wirklich nachrechnen. Oh Gott, ist das peinlich. Fällt mir nicht ein. Nee, du bist nicht nochmal dran. Nee, aber kann ich. Ich. Weiter. Wahrheit oder Pflicht? Pflicht. Dann bist du jetzt ein Hund. Aber ein Hund hat dir keine Sommersprossen. Ja, dann bist du ein Dalmatiner? Los! Okay. Aber dann noch mit dem Schwanz wackeln. Entschuldigung. Also. So, Pia, Wahrheit oder Pflicht? Wahrheit. Hast du wirklich nichts mehr dabei? Du weißt, was ich meine. Ich bin clean, Papa. Das habe ich dir jetzt schon 100 Mal gesagt. Ist irgendwie kalt, oder? Ja, das Feuer ist auch ausgegangen. Ja, dann holen wir Holz und spielen danach weiter. Mhm. Ja, und wer geht's holen? Na, wer wohl? Nein, ich mach das. Nein, ich geh schon.
Fleißiger Hund. Oh, na was? Hast du nicht gesagt, du kannst in diesem Kampf nicht mehr lachen? Und siehst du, geht doch. Aber nur solange man keinen Schneeball ins Gesicht bekommt. Warte, warte. Ah, ich bin total nass. Alles kalt und nass. Wie wär's, wenn wir den Roomservice anrufen? Ja, wir bestellen uns heißes Wasser, frische Erdbeeren. Vergiss den Roomservice. In meiner Handtasche. In meiner Grau. Du bleibst hier. Versprochen. Brauchen Sie Hilfe? Danke, sehr freundlich, aber das ist jetzt hier eine ganz persönliche Sache zwischen mir und dem Feuer. Papa? Setzen Sie sich, kommen Sie. Setzen Sie sich, ganz ruhig. Mama, komm mal schnell. Walter? Walter? Hast du das gelesen? Walter, du warst doch auch auf Capri. Halt die Klappe, Mama. Er war damals überhaupt nicht auf Capri. Er hat einen Herzinfarkt. Sein Puls rast. Wir brauchen Ihre Tabletten. Herr Liebherr, wir brauchen Ihre Tabletten. Das reicht nicht. Ist das alles? Schauen Sie nach, bitte. Moment. Ganz ruhig, ganz ruhig. Wir brauchen mindestens 1000 Milligramm, das reicht nicht lange. Er muss ins Krankenhaus. Versuch's draußen an der Weide, auf dem Hochsitz. Beeil dich, bitte. Alle rausmachen. So, die letzten beiden. So, eine noch und... Komm mit.
Pia, was hast du dabei? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Vater, unser Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wenn er richtig überventiliert, dann ist es vorbei. Also, hast du was gegen Angstzustände? Chlorazepat. Aber das ist die allerletzte, die ich habe, wirklich. Ich glaub's dir, danke. Ich hole Hilfe. Sind Sie verrückt? Bei dem Sturm? Und wenn er dich verirrt? Ich schicke einen Hubschrauber. Ganz ruhig an. Mama hat es geschafft, sie hat dich gerettet. Da wird sich seine Frau aber freuen, dass es wirklich nur eine Panikattacke war. Sollen wir sie informieren? Wo ist sie denn? Wie? Sie hat nicht Frau Lieb hergeschickt? Nein, der Tierarzt. Der Wiebermark. Der hat gesagt, der hat seit Tagen nichts mehr gehört von Erna und müssen nochmal nachfliegen. Dann müssen Sie sofort eine Suchmeldung rausgeben. Irgendwo da draußen ist noch seine Frau. Was? Fliegen Krankenhaus an, männliche Person zur Beobachtung. Verdacht auf Herzinfarkt nicht bestätigt. Gleichzeitig Suchanfrage. Weibliche Person, Region Taubenstein, vermisst seit gestern ca. 23 Uhr. Ich habe zu ihr gesagt, ich wünschte, du wärst nicht meine Mutter. Dass ich in ein Internat nach England und sie nie wiedersehen will.
sie nicht. Jetzt kann ich ihr das nie mehr sagen. Wir finden deine Mama. Da bin ich mir ganz sicher. Ich verspreche es dir, okay? Pass auf, du wartest hier. Bin gleich wieder da. Also die Bergwacht weiß Bescheid. Aber vielleicht sollten wir jetzt doch noch die Polizei informieren. Mama! Schatz! Wie geht's dir? Alles ist gut. Wir haben uns solche Sorgen gemacht. Dein Handy war die ganze Zeit aus. Ich hatte keinen Empfang, das tut mir leid. Wir hatten noch nicht mal eine Adresse. Wir sind dann zu Hannah. Mark hat dann die Bergwacht angerufen. Wollen Sie jetzt noch mit der Polizei sprechen oder nicht? Warten Sie mal, was ist denn passiert? Eine Frau wird vermisst. Sie ist heute Nacht runter ins Tal, um Hilfe zu holen und ist da nicht angekommen. Da war ein Notruf morgens um 3. Die Bergwacht hat dann um 5 eine Frau eingeliefert. Weißt du ihren Namen? Ich weiß nur, dass sie noch nicht ansprechbar ist. Oh, hoffentlich ist sie das. Wir sehen uns später, danke. Pia, komm, vielleicht haben wir sie. Oh, was ist denn mit Ihnen passiert? Oh, fragen Sie lieber, was mir nicht passiert ist. Oh, ist auch noch. Ach, lassen Sie doch. Ich rufe gleich jemand. Ich habe nicht mein Tuch dabei. Und wir haben nur hier genug zu tun. Jetzt ist wieder alles ruhig. Und, Entschuldigung. Die Skifahrer sind alle vor Joachim geflohen. Hm? Der Schneesturm. Ja, so. Wollen wir einen Kaffee zusammen trinken? Ja, gerne. Ich würde nur vorher gerne noch mal bei Herrn Tischler vorbeischauen. Das wissen Sie noch gar nicht. Was weiß ich noch nicht? Der ist vorgestern Nacht ganz sanft eingeschlafen. Nach Ihrem Besuch hat er viel gelacht und sogar gegessen. Aber Sie wissen ja, er war schon die ganze Zeit ein bisschen verwirrt. Hat sich immer eingebildet, dass seine Frau ihn holen will. Da sind ja Neuigkeiten. So verrückt das jetzt für Sie klingt. Ich habe schon viele tote Menschen in meinem Leben gesehen. Und Herrn Tischlers Gesichtsausdruck war glücklich. Pia. Ach, hier sind Sie. Komm her. Das ist Pia Liebherr, die Tochter von... Oh. Ich habe deine Mutter behandelt. Dr. Schneiderhahn, hallo. Hallo. Ich weiß, dass dein Vater auch hier ist. Wir kriegen das schon alles wieder hin. Den Kaffee holen wir nachher. Ja? Machen wir. Tschüss. Tschüss. Vorsicht, der Kaffee. Ja. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie froh ich bin. Meine Mutter durfte sogar schon wieder aufstehen. Willst du noch kurz mit zu mir kommen? Kleine Dusche oder so? Nee, danke. Ich glaube, meine Eltern brauchen mich jetzt. Dankeschön. Gerne. Und?
kann sich nicht mehr daran erinnern, dass du wegen ihm in den Sturm raus bist. Ich hab's ihm erzählt, aber... Er wird mich trotzdem nicht sehen. Doch. Aber er meint, unsere Familie ist kaputt. Aber Mama, du musst mit ihm reden. Meiner steht immer noch oben. Wahrscheinlich brauche ich eine Woche zum Ausbuddeln. Zu fünft sind wir schneller. Zu fünft. Du bist darauf gezogen, weil du nicht bei uns bleiben wolltest, oder? Hast du dich doch in Marc verliebt und es erst jetzt gecheckt? Ach, Kiki. Das ist alles zu kompliziert. Und was machen wir jetzt? Ich bringe sie um, wenn ich sie sehe. Soll ich dir helfen? Ach ja. Wir haben schon ganz andere Liebeskummer überstanden. Guck dich an. Das ist in letzter Zeit vielleicht nicht so rübergekommen, aber ich bin verdammt froh, dass du so glücklich bist mit Sam. Guck nach vorne. Ja. Oh Gott, was ist denn hier los? Das sind Sophies Möbel. Beziehungsweise eigentlich sind sie es nicht. Wir wissen nicht, wem die gehören. Hey. 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 Seit wann bist du denn wieder da? Alles okay? Wir haben uns Sorgen gemacht. Ist eine längere Geschichte. Ich habe 36 Stunden nicht geschlafen und obwohl ich hundemüde bin, es geht nicht. Deswegen gehe ich mich noch ein bisschen auspowern. Wo ist denn dein Auto überhaupt? Das holen wir morgen. Zusammen mit Sophies Möbeln. Stehe ich gerade auf der Leitung? Ich verstehe es auch nicht. Alles Weitere beim Abendbrot. Tschüss. 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 Und sei vorsichtig, ja? Walter? Warum hast du mir das nicht erzählt? Mit deinem Herzinfarkt. Die Geschichte mit Sven, das ist zu Ende. Das tut mir leid. Du hast einfach nicht mehr mit mir geredet. Thank you.
Oh, kannst du mal helfen? Der Spangi. Super. Oh, danke. Es ist alles kalt und nass. Wie wär's, wenn wir den Roomservice anrufen? Ja, wir bestellen uns heißes Wasser, frische Erdbeeren. Vergiss den Roomservice. In meiner Handtasche. In meiner Grau. Du bleibst hier. Versprochen. War auch schon fast auf der Autobahn. Auf einmal ging mein Handy los. Normalerweise gehe ich ja nicht ran bei der Frau. Ja, und dann stand sie plötzlich vor der Tür. Ich war gerade unter der Dusche, da haben wir sie schreien gehört. Wir dachten, da wird jemand umgebracht oder so. Weil du so laut geschrien hast, deshalb. Hey, du warst lauter. War ich lauter? Mhm. Darf ich vielleicht mitschreien? Katja, eigentlich müsste ich hier sofort vor dir auf die Knie gehen und tausendmal Danke, Danke, Danke sagen. Du bist schuld, dass ich heute nicht nach Leipzig zurück bin. Das bringt Unglück. Ja, man soll die Tinte erst mal trocknen lassen, wirklich. Ja. Okay. Trotzdem, dann schon mal Danke im Voraus. Okay, dann schon mal bitte im Voraus. Wartet mal. Kannst du noch nicht sagen. Nee, warum? Nee, kannst du den mitnehmen, dann muss ich nicht noch mal nach Hause. Das ist ja ein richtig edler Tropfen. Tja, ich dachte mir, wenn es mal was zu feiern gibt. Was zu feiern gibt? Ja. Tja, dann, ich muss los. Ich habe einen dringenden Termin im Krankenhaus. Bis dann, Mama. Später. Später, Katja. Und fahr vorsichtig, ja? Ciao. Tschüss. Noch eine Runde? Weil du mich so nah. Rausmachen. So, die letzten beiden. Ja. So, eine noch und. Pia, komm. Komm mit, komm mit. Pia, was hast du dabei? Weiß nicht, was Sie meinen. Hat er uns im Himmel geheiligt, hat er dann noch mit ein Reich kommen, dann bin ich geschehen. Wenn er richtig überventiliert, dann ist es vorbei. Also, hast du was gegen Angstzustände? Lorazepat? Aber das ist die allerletzte, die ich hab, wirklich. Ich glaub's dir, danke. Moment. Thank you.
denn mit Ihnen passiert? Oh, fragen Sie lieber, was mir nicht passiert ist. Oh, ist jetzt auch noch. Ach, lassen Sie doch. Ich rufe gleich jemand. Ich habe nicht mein Tuch dabei. Und wir haben nur hier genug zu tun. Kann. Pia, Vertrauen. Wir fahren selber runter und gucken nach. Okay. Wären Sie dann wenigstens so liebenswürdig und würden unsere Möbel in Empfang nehmen? Das Umzugsunternehmen konnte uns nämlich keine genaue Zeit mitteilen. Sehr gern. Danke. Mach ich. Das Abendessen verweigert, weil es Vollkornbrot war. Aber das Problem ist nicht das Brot. Nein, das Problem ist, dass wir ihn bald künstlich ernähren müssen, weil er inzwischen gar nichts mehr anrührt. Ich kann ja mal mit ihm reden. Danke. Entschuldigung, eine kurze Frage noch. Sagen Sie, Acetylsalicylsäure nimmt man doch gegen Grippe und Schmerzen. Mhm. Und das wird doch auch als Blutverdünner eingesetzt. Ja, da haben Sie recht. Ich war zwar mal Krankenschwester, aber ich erinnere mich nicht mehr genau, ob man da auch unterschiedlich dosiert. Nach einem Herzinfarkt nimmt man die 100er in. Bei Fieber und Schmerzen ist die Dosierung wesentlich höher. Wesentlich. Tschüss. Tschüss. Ich wollte dir nur erzählen, wie super da oben alles läuft. Die Liebhas sind wirklich eine sehr nette Familie. Sie glauben, dass das was Langfristiges ist? Ja, total. Also, die fühlen sich da pudelwohl. Oh. Mhm. Herr Lieber hat heute den Stall von dem Pferd sauber gemacht. Und seine Tochter Pia, die liebt die Hasen wie verrückt. Das ist total süß. Mei, da weiß ich mein Gefühl. Jetzt aber sauber teischt. Aber sowas von. Also gut, bis bald. Hm? Und essen nicht. Oh, das auch noch. Psst. Ja.
Hallo? Hallo? Ja, was gemeint? Hallo? Katja! Hallo? Moment, Moment. Hör mal, ich schick dir gleich ein Foto vom... Ich verstehe kein Wort. Wer braucht ein Foto? Ein Foto von so ganz komischen Kühen. Ist das die Schule? Brauchen die ein Bild von mir? Psst, Ruhe mal, ich verstehe. Ich kann dich ganz schlecht verstehen. Ist das Mama? Nochmal. Kannst du sie fragen, wo meine blaue Jogginghose ist? Die ist weder in der Wäsche noch im Schrank. Ja. Bist du zu Hause? Ja. Wir sind zu Hause. Wir trinken gerade heiße Schokolade. Altes Familienrezept von so... Was? Wer? Die sehen aus wie aus der Steinzeit. Wer sieht aus wie aus der Steinzeit? Ich verstehe kein Wort. Immer eine Sekunde. Ich weiß zwar, dass gerade Hochsaison ist, aber vielleicht versuchen Sie doch unten im Dorf noch ein Hotelzimmer zu kriegen, bevor Ihre Möbel morgen kommen. Wissen Sie, wo hier in der Nähe die nächste Apotheke ist? In Frühling. Mit dem Auto eine halbe Stunde von hier. Ich wäre lieber in Leipzig geblieben. Wir, das haben wir stundenlang im Auto diskutiert. Wir ziehen jetzt hierher und damit basta. Meine Frau hat schon alle Hotels angerufen, aber machen Sie sich keine Sorgen, wir sind nicht sehr anspruchsvoll. Ist das hier ein Experiment zurück in die Steinzeit? Da oben gibt es ja nicht mal fließendes Wasser. Wir bleiben doch heute Nacht hier unten. Und wenn Frau Baumann Feuer gemacht hat, wird es bestimmt gleich ganz warm und gemütlich. Und so geräumig und geschmackvoll. Wenn morgen alle unsere Möbel da sind, dann können wir doch gleich die Handwerker anrufen. Und vielleicht auch jemanden, der sich mit dem Feuer machen leichter tut. Sie können es auch gerne selber probieren. Das Holz ist feucht. Boah, bin ich froh. Es ist zwar nur noch eine drin, aber Platz gleich der Schädel. Hast du mal das Wasser für mich, bitte? Sicher. Gut, ich vertraue dir. Aber warte. Nimm mal wenigstens den Schal, damit du nicht erfrierst. Hopp. Und jetzt hau ab, bevor ich es mir anders überlege. Guten Morgen. Morgen. Wenn Sie Ihre Tochter suchen, die habe ich unten im Dorf gesehen. Haben Sie mit ihr gesprochen? Ich habe ihren Kaffee gekauft. Ja, und wo ist sie jetzt? Sie haben sie doch nicht etwa wieder gehen lassen. Ich habe Ihnen doch erzählt, dass sie Drogenprobleme hat. Mir hat sie gesagt, dass man ihr vertrauen kann. Pia, vertrauen. Wir fahren selber runter und gucken nach. Okay. Wären Sie dann wenigstens so liebenswürdig und würden unsere Möbel in Empfang nehmen? Das Umzugsunternehmen konnte uns nämlich keine genaue Zeit mitteilen. Sehr gern. Danke. Mach ich. Atmet mal ganz tief ein. Ist das nicht herrlich? Guck mal, da kommt schon jemand, die hilft uns mit den Koffern. Pia, da hinten ist die Langlaufloipe. Da können wir dann immer zusammen laufen. Kann ich 90? Hallo? Walter Liebherr, guten Tag. Tag. Wenn Sie so liebenswürdig wären, Elke Liebherr.
Wollten Sie nicht erst morgen kommen? Ja, aber die Wettervorhersage war so schlecht, soll ja noch richtig viel Neuschnee kommen morgen. Wo ist denn deine Jacke? Haben wir kurzfristig umdisponiert. Nicht die, die warme, meine ich. Mir ist aber nicht kalt. Schön, dass das mit Ihrer Anreise so gut geklappt hat. Ich bin gleich bei Ihnen. Ich muss mich nur kurz um die Kühe kümmern. Die sind mir entwischt. Also ich verstehe. Also ließ sie ein Pferd satteln und sich noch einmal auf. Du wolltest du noch was erzählen? Nur, dass ich ein paar Tage weg bin und dass ihr euch keine Sorgen machen braucht, okay? Okay. Tschüss. Tschüss, ihr zwei. Tschüss. Pia. Ich wollte gerade beim Bäcker für euch Frühstück kaufen, aber das hat sich dann wohl erledigt. Wo sind deine Eltern? Weil ich mich von denen in die Schule kutschieren lasse, kette ich mich eher an die Bank dort vorne. Du bist alleine runter? Weißt du, wie scheiß lange das dauert? 4 Stunden. Tja, ich weiß das. Aber deine Eltern machen sich jetzt sicherlich mega Sorgen um dich. Die haben die ganze Nacht gestritten. Und wahrscheinlich streiten sie sich jetzt immer noch. Willst du einen Kaffee haben? Der schmeckt hier wirklich sehr gut. Gibt's auch to go. Es ist klirrend kalt, aber die Sonne scheint im ganzen Land. Was? Wir brauchen Ihre Tabletten. Herr Liebherr, wir brauchen Ihre Tabletten. Das reicht nicht. Ist das alles? Schauen Sie nach, bitte. Moment. Ganz ruhig, ganz ruhig. Wir brauchen mindestens 1000 Milligramm. Das reicht nicht lange. Er muss ins Krankenhaus. Versuch's draußen an der Weide, auf dem Hochsitz. Beeil dich, bitte. Alle rausmachen. So, die letzten beiden. Ja. So, eine noch und... Was hast du dabei? Weiß nicht, was Sie meinen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich. Kreditkarte in meiner Tasche? Deine Mutter hat mir erzählt, dass du Drogen nimmst. Das hat sie ihnen erzählt.
Und was hat sie sonst noch alles so verzapft? Hat sie ihnen auch erzählt, dass sie zweimal die Woche zum Seelenklempner rennt? Und dass Papa seit 6 Monaten auf der Couch pennt? Wenn Pia etwas zugestoßen ist, kriegst du die volle Verantwortung. Ich komme bei diesem scheiß Umzugsunternehmen nicht durch. Was? Ja, fahr du doch. Warum das denn? Ehe du jetzt stundenlang auf dem Beifahrersitz und rummeckerst. Ich hab doch die Verantwortung an allem. Ob es schneit, ob die Sonne scheint, in Guatemala die Erde wackelt oder wir irgendwo in den Abgrund stürzen und dass unsere Tochter abgehauen ist. Ja, was willst du damit sagen, dass ich schuld bin oder was? So. Jetzt mach ich erstmal die Heizung an. Vielleicht hätten wir sie nicht zwingen sollen, gleich am ersten Teil in die Schule zu gehen. Und wer hat das die ganze Zeit gepredigt? Aber du weißt ja immer alles besser, auch wenn du nie da bist. Passt. Es ist immer leicht, über den Brunnen zu lästern, wenn das Kind schon mal reingefallen ist. Ich läster gar nicht. Ich verstehe nur nicht, warum du nicht begreifst, dass wir ein Team sind. Ein Team? Suchen Sie einen neuen Job? Hm. Das ist nur wegen einem Freund. Mhm. Und morgen hat es 30 Grad und wir gehen alle zusammen ins Freibad. Glauben Sie mir, bei meiner Familie wird zu viel möglich. Das war die Wasserleitung. Die zur Kälte zerrissen. Oh, toll. Oh, Scheiße. Die müssen raus hier. Das ist so schweinekalt, die überstehen keine Nacht mehr. Na du? Hey, kleines Häschen. Na, ist viel gemütlicher hier drin, oder? Ist auch ganz schön kalt draußen. Ich hol mal die Kamera. Komm jetzt her. Pia. Es tut mir leid wegen gestern. Manchmal machen Papis auch Mist. Ich weiß jetzt auch, warum du so sauer auf mich bist. Entschuldigung, ich wollte Sie nicht aufwecken. Haben wir verschlafen? Ihr fahrt mich aber nicht in die Schule, kapiert? Mensch, Pia, mach dich mal locker. Wir können dich doch ein Stück vor der Schule absetzen. Also wenn Sie mich fragen, die Schule fällt aus. Totale Katastrophe, wir sind völlig eingeschneit. Hast du jetzt aufgelegt? Ja. Tja, dann hast du den Winter verpasst. Was? Das waren die 4 Jahreszeiten von Vivaldi. Das Werk dauert etwa 40 Minuten. Und du hast im Herbst aufgelegt. Ja, genau. Weil der Winter nämlich nur noch nervt. Die Straßen sind dicht, laut Wetterbericht geht die Welt morgen unter und meine Möbel tauben wahrscheinlich auch nicht mehr. Hör zu, ich weiß, dass du mir gesagt hast, dass ich mir keine Sorgen machen soll, aber ich mache mir ganz, ganz große Sorgen. Also ruf mich zurück, okay? Ja, Kiki, Sam hat Schneeketten drauf. Auf den 2 Kilometern wird schon nichts passiert sein. Und Sam geht's überhaupt nicht. Mama ist wie vom Erdboden verschluckt. Die ruft mich nicht zurück, da geht nur die Mailbox ran. Ich meine, du kennst sie, sie macht sowas normalerweise nicht. Ja gut, dann ruf Hannah an. Hannah hat mich gerade angerufen. Sie wollte wissen, ob ich weiß, wie es Mama geht, weil sie sich auch... Er kann sich nicht mehr daran erinnern, dass du wegen ihm in den Sturm raus bist. Ich hab's ihm erzählt, aber... Er wird mich trotzdem nicht sehen. Doch. Aber er meint, unsere Familie ist kaputt. Aber Mama, du musst mit ihm reden. Meiner steht immer noch oben. Wahrscheinlich brauche ich eine Woche zum Ausbuddeln. Zu 5 sind wir schneller.
Du bist darauf gezogen, weil du nicht bei uns bleiben wolltest, oder? Hast du dich doch in Marc verliebt und es erst jetzt gecheckt? Ach, Kiki. Das ist alles zu kompliziert. Und was machen wir jetzt? Ich bringe sie um, wenn ich sie sehe. Soll ich dir helfen? Ach ja. Wir haben schon ganz andere Liebeskummer überstanden. Guck dich an. Das ist in letzter Zeit vielleicht nicht so rübergekommen, aber ich bin verdammt froh. Hallo? Hallo? Was? Was meinst du? Hallo? Katja! Hallo? Moment, Moment. Hör mal, ich schick dir gleich ein Foto vom... Ich verstehe kein Wort. Wer braucht ein Foto? Ein Foto von so ganz komischen Kühen. Ist das die Schule? Brauchen die ein Bild von mir? Psst, Ruhe mal, ich verstehe. Ich kann dich ganz schlecht verstehen. Ist das Mama? Nochmal. Kannst du sie fragen, wo meine blaue Jogginghose ist? Die ist weder in der Wäsche noch im Schrank. Ja. Bist du zu Hause? Ja, wir sind zu Hause. Wir trinken gerade heiße Schokolade. Altes Familienrezept von so... Was? Wer? Die sehen aus wie aus der Steinzeit. Wer sieht aus wie aus der Steinzeit? Ich verstehe kein Wort. Immer eine Sekunde. Walter, hast du das gelesen? Walter... Du warst doch auch auf Capri. Halt die Klappe, Mama. Er war damals überhaupt nicht auf Capri. Er hat einen Herzinfarkt. Sein Puls rast. Wir brauchen Ihre Tabletten. Herr Liebherr, wir brauchen Ihre Tabletten. Das reicht nicht. Ist das alles? Schauen Sie nach, bitte. Moment. Ganz ruhig, ganz ruhig. Wir brauchen mindestens 1000 Milligramm, das reicht nicht lange. Er muss ins Krankenhaus. Versuch's draußen an der Weide, auf dem Hochsitz. Beeil dich, bitte. Alle rausmachen. So, die letzten beiden. So, eine noch und...
Pia, komm. Entschuldigung, haben Sie ein Mädchen gesehen, 16 Jahre alt, schwarz angezogen, schwarze Haare? Leider nicht. Entschuldigen Sie, aber jetzt brauche ich Ihre Hilfe. Ich muss mit meiner Tochter reden, aber die weicht mir dauernd aus. Solange meine Frau dabei ist, ist das sehr schwierig. Ach, guck mal. Hier ist eine Zeitung aus deinem Geburtsjahr, 1999. Das angestrebte Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Clinton in der Lewinsky-Affäre beginnt am 7. Januar. 7. Januar 1999. Am nächsten Tag haben dann meine Wehen eingesetzt und du bist dann am 9. Januar um 4.33 Uhr in der Früh geboren. Es war so früh, der Papa hat es verschlafen. Der saß im Wartezimmer und hat gar nichts mitbekommen. Der kam dann erst, als du schon da warst. Pia, kannst du mal kurz kommen?